Einen wunderschönen guten Tag. Weiter geht's. Wir wechseln nochmal die Klasse. Ich möchte gerne Nature Idol noch spielen. Skill. Oh, wir haben 800 Gold. Wir könnten tatsächlich ein bisschen was im Skill Tree investieren. Die Frage ist, was nochmal ein Heal hoch? Oder Cooldown? Ist das so? War das so? Und. Quick Damage. Brauchen wir noch eins. Noch ein wenig was. Welt 2. Let's go. Wir sind ganz kurz davor, neue Perkpoints zu bekommen. Was bringt unser Shift-Skill? Okay, wir hinterlassen so Ranken, die sehr wahrscheinlich Schaden machen, wenn Gegner durchlaufen. Ist, wir müssen die aufsammeln. Die Gäste aufsammeln. Aber das könnte trotzdem ganz gut werden. Ja, nee, gut. Das Ball of Lightning Time Rift. Ja, am Anfang nehmen wir Damage. Mist, wir waren aber kurz davor. Mit dem Chat den Perk uns zu holen. Come up, boys. Ja, von Anfang an schon hier, deswegen würde ich eher auf Schaden gehen. Einfrieren ist nice. Kommt, glaube ich, dann ein Boss, richtig. Dann kann man die auch blocken. So. Gegen die Challenge ist kommen wir. 10.000 Enemies, sehr gut. Das gibt uns einen Perkpoint. Ah ne, unser Damage ist grausam. Wenn halt nicht durch unsere Spikes. Ich will das einfallen lassen.
Moment durch viel Damage machen die denn? Das sehe ich leider nicht. Oh mein Gott, ultra wichtig. Die Granaten. Langsam. Das ist kein Vergleich zum Chat. Kein Vergleich. Wir bräuchten halt nur noch 3 Stück. Das hilft uns. Was so? Wenn wir die 2 kriegen, brauchen wir auch nur noch 1. Der bringt uns auch endlich das Nature hoch. Minen, Granaten und den Punch war das. Na gut. Das andere Boss ist auch gleich tot. Ist auch diese Dice, also die Farben, haben die Auswirkungen auf unseren Schaden. Das länger und beim anderen Skill gehen wir wieder runter. Um es hin permanent aktiv zu haben. Das wäre dann GG. Thanks.
Ja. Also es geht einmal Cooldown runter und einmal die Dauer hoch. Möglich kann man es hinkriegen, den permanent aktiv zu haben. Gar nicht durch. Ich dachte, die rennen durch und kommen dadurch Schaden. Hm. Jetzt haben wir den eingesperrt. Ich glaube, der kriegt 16 Schaden. Die ganze Zeit. Intens, ja, intens. Da oben hin. Und let's go. Wir brauchen einen Heal. Komm schon. Oh, die Decken waren noch fertig. Beide nicht mehr viel Leben. Das Problem ist wie auch nicht mehr. Gut, hol ihn ab. Ich hole mir sie. Und dann raus. Jawohl. Points. Immerhin. Leider noch die Shotgun. Das haben wir, aber da ist der hier nur sehr gut. Als könnte sich den Lohn, den Boy komplett auf Heal zu stellen. Doppelaktivierung. Vom Schaden ist der Chat halt wesentlich überlegen gewesen. Wir haben gefühlt ein HP. Ja, das war's. Aber gut. Wir haben den Rocket Launcher als Waffe. Ja, ein Perkpoint, noch ein Perkpoint. Das heißt, wir könnten jetzt den Chat auswählen und können hier. Das ist nicht available in Demo. Rapid Fire Maschine nehme ich mit. Wenn Flying Tagging Gun appear in your enemy. Okay.
Win a Mission und Difficult Items. Ah ja, okay. Die zwei Perkpoints gekauft. Und wir versuchen gleich das zu organisieren. Wir können jetzt den Rocket Launcher mitnehmen. Wir haben zwar die Shotgun schon aufgewertet, aber tatsächlich. Trade in Perk Points. Ja. Ja, wir nehmen trotzdem mal Raketenwerfer mit den nächsten Mal. Der Skilltree kann mir noch ein bisschen was investieren. Und das hier jetzt freigeschalten. Wir können unsere Arme erhöhen. Das würde ich sagen, sehen wir aber in der nächsten Folge. Dann versuchen wir auch. Also, das ist easy im Chat, das hier zu bekommen: die 5000 Kills. Mit dem Schwert, um ein paar Gegner zu töten. Und Bias. Sagt ihr. Jawohl. Denkt an den Daumen, denkt an ein Abo. Und einen netten Kommentar. Bis dahin.